sie selbst die Dämmerung erleuchtet. In anderen Zeiten wird sie so völlig von der dunklen Nacht verdeckt. Wenn man es nicht besser wüsste, könnte man annehmen, sie hätte aufgehört zu existieren. So setzt sich diese Schlacht immer weiter fort. Von Zeit zu Zeit ist der Mond von Schatten bedeckt. Dann wieder schiebt sie sich aus der Dunkelheit, um ihr Licht aufs Neue leuchten zu lassen. Und wie der Mond, so sind auch wir Menschen im Schatten des Lebens gefangen. Unser Leben wird überschattet von Verlust, Depression, Ablehnung, Unsicherheiten, Herzschmerz, Angst und Selbstzweifel. In diesen schweren Zeiten kommt es uns vor, als wären wir in einer grausamen Realität gefangen, in der man sich fragt, ob man je wieder richtig glücklich sein wird. Doch der Mond lehrt uns eine kraftvolle Lektion. Die Tatsache, dass sie manchmal von Schatten verdeckt wird, heißt nicht, dass sie nicht mehr da ist und dass sie nicht darum kämpfen würde, wieder im vollen Glanz zu leuchten. Wir sollten nie vergessen, dass wir nicht von den Schatten bestimmt werden. Selbst wenn sie uns so vertraut werden, dass sie sich auch ihren Teil von uns anfühlen. Die Schatten machen uns nicht aus. Sie sind lediglich Erfahrungen, die wir auf unserem Weg machen. Wenn man eine harte Zeit durchmacht, bedeutet dies nicht, dass man nicht mehr stark